Anna Biselli, Netzpolitik.org. Ich durfte sie nicht als Landesverräterin vorstellen, aber sie arbeitet mit Landesverrätern zusammen bei Netzpolitik.org. Sie berichtet regelmäßig aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, der aber immer mehr zu einem BND-GCHQ-Geheimdienstausschuss geworden ist. Sie ist Informatikerin, aber die Politik hat sie nicht losgelassen, wie viele der kritischen Informatiker, die auch hier sind. Und damit gebe ich auch gleich ab zu Anna. Danke. Dankeschön. Ja, hallo und guten Abend. Schön, dass noch so viele Leute hier sind. Das ist der zweitspäteste Vortrag in meinem Leben. Der späteste war nachts um 3, aber das war in Südamerika und da waren das Leute eher gewöhnt. Deshalb freue ich mich, dass trotzdem noch so viele Leute hier sind. Und wir wollen heute so ein bisschen über Geheimdienste und ihre Kontrolle reden, beziehungsweise eher ihre Nichtkontrolle. Und weil es ja nicht nur einen Geheimdienst in Deutschland gibt, sondern ziemlich viele, das heißt, wir haben den BND, den Verfassungsschutz auf Bundesebene, den militärischen Abschirmdienst und dann noch die ganzen Landesverfassungsschutzämter, müssen wir uns auf irgendwas konzentrieren. Und das wird heute primär wirklich der Bundesnachrichtendienst sein. Und das liegt darin begründet, weil eben diese Bundesnachrichtendienstreform, diese sogenannte, noch gar nicht so besonders lange her ist. Und trotzdem, wenn man ja so ein bisschen guckt, was seitdem passiert ist, ist sie schon ziemlich aus den Köpfen der Menschen fast wieder raus. Das heißt, es wird überrollt von neuen Sachen und trotzdem war diese sogenannte BND-Reform oder die Änderung des BND-Gesetzes ein ziemlich trauriger Punkt, gerade im Hinblick auf diesen NSA-Untersuchungsausschuss, den wir seit Anfang mit begleiten und der ja eigentlich Reformen der Nachrichtendienste zur Folge haben sollte. Das heißt, vielleicht um das ganz kurz nochmal einzuordnen, diesen Ausschuss gibt es seit 2014. Der wurde eben im Zuge der oder im Nachgang der ersten Snowden-Enthüllung eingesetzt, weil man eben wissen wollte, was die Geheimdienste der Five Eyes, das heißt Australiens, Neuseelands, Großbritanniens, Kanadas und eben der USA in Deutschland tun. Dann hat man aber gemerkt, naja, das sind ja nicht nur die, die in Deutschland was tun, sondern die deutschen Dienste sind daran beteiligt und zwar mehr, als man vorher dachte. Das heißt, die arbeiten da fleißig mit, die helfen da mit. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel wusste die Regierung davon, wie viel wusste die politische Ebene davon und wie ist das alles gelaufen? Das heißt, aus diesem NSA-Untersuchungsausschuss ist eben fast ein BND-Untersuchungsausschuss geworden. Das ist immer mehr in den Vordergrund gerückt und dann hätte man gedacht, okay, dieser Untersuchungsausschuss macht seine Arbeit über mehrere Jahre. Irgendwann ist er fertig, legt einen Abschlussbericht vor und dann schaut man mal, was man vielleicht gesetzlich, organisatorisch tun kann, um Geheimdienste vielleicht besser zu kontrollieren. Soweit kam es nicht. Zumindest noch nicht. Denn bevor dieser Ausschuss zu Ende sein konnte, der läuft ja immer noch, wahrscheinlich so bis Anfang des nächsten Jahres, kam die Ankündigung einer BND-Reform. BND-Reform ist immer so ein bisschen irreführend, weil ja das Wort Reform ist irreführend, aber auch das Wort BND-Reform ist irreführend, weil es geht da nicht nur um das BND-Gesetz, es geht da um eine ganze Reihe an Gesetzen. Das heißt, das, was die Geheimdienste machen in Deutschland, wird ja nicht nur durch das jeweilige BND-Gesetz oder das Bundesverfassungsschutzgesetz geprägt, sondern auch durch Gesetze wie das Parlamentarische Kontrollgremiumsgesetz, das eben dann die Kontrolle der Nachrichtendienste regelt. Deshalb ist es ein ganzes Gesetzespaket, ein ganzes Paket an Gesetzesänderungen. Und die ersten Gesetzesänderungen wurden natürlich schon gefordert, als so die ersten Skandale aufkamen. Und man hatte dann irgendwann im Laufe des Ausschusses, so im Juni 2015, hat die SPD ein sogenanntes Eckpunktepapier vorgelegt, in dem sie schon mal so einen Aufschlag gemacht hat, sozusagen als erste der Fraktionen im Bundestag, was sie denn gerne hätten, falls es mal zu einer BND-Reform kommt. Und da standen dann so Sachen drin, wie dass sie die Auslandsaufklärung des BND auf ein erforderliches Maß beschränken wollen. Und damals dachten wir uns schon so, das klingt gar nicht mal so gut, weil immer dieses mit dem erforderlichen Maß und diese ganzen Gummibegriffe, die man da so drin hat, die öffnen im Endeffekt immer so Tür und Tor dafür, dass man im Endeffekt doch wieder machen kann, was man will, eben weil man die Sachen so schwammig formuliert hat und nach Belieben auslegen kann. Und wir haben damals halt so gesagt, naja, wir haben eher die Befürchtung, dass das, was gerade passiert oder was gerade dann gefordert ist, mehr so eine Manifestation der Zustände ist. Das heißt, man hatte diese ganzen Selektoren-Affären, wo rausgekommen ist, dass der BND für die NSA Ziele in Europa ausspioniert hat, europäische Regierungen und so weiter, dass er das dann auch in eigenem Interesse noch gemacht hat. Und wir dachten so, immer wenn sowas rauskam, gab es dann so Äußerungen, vielleicht läuft es darauf hinaus, dass genau das legalisiert wird. Es ging dann weiter.
Im Januar 2016 wurde dann tatsächlich zum ersten Mal über einen Entwurf eines konkreten BND-Änderungsgesetzes diskutiert, nämlich dadurch, dass die Tagesschau und die Süddeutsche Zeitung und andere darüber berichtet haben. Und sie haben darüber relativ positiv berichtet. Sie haben gesagt, das Abhören in der EU wird eingeschränkt. Das heißt, diesen Satz von Merkel, Abhören unter Freunden geht gar nicht, den setzen wir jetzt um. Das wird alles irgendwie strikt reguliert und überhaupt die parlamentarische Kontrolle wird viel besser. Und dann prüfen wir die Maßnahmen alle auf ihre Zulässigkeit und dann wird alles irgendwie wieder in Ordnung und wir arbeiten diesen Skandal auf und in Zukunft kann uns das alles nicht mehr passieren. Dann waren wir ein bisschen skeptisch und dachten uns so, bei Gesetzen ist es halt immer so eine schwierige Sache, gerade wenn man nur Auszüge von diesen Gesetzen hat, dann beurteilen zu können, was da wirklich dahinter steht. Und dann hat das noch eine ganze Weile gedauert, bis es weitergegangen ist. Wir haben dann immer versucht, so, okay, wo kriegen wir jetzt diesen Gesetzesentwurf her? Und plötzlich sagte man dann, okay, diese BND-Gesetzesreform, die liegt auf Eis. Und dann fragte man sich, wieso liegt die denn auf Eis? Und dann stellte sich irgendwann heraus, da ist irgendwie der Finanzminister beteiligt, der hat gesagt, er will das nicht. Der hat aber gesagt, wir müssen das trotzdem irgendwie noch dieses Jahr durchkriegen. Und der Herr Altmaier will das unbedingt. Und plötzlich dann irgendwann im Juni lag uns zumindest ein Gesetzesentwurf vor, den wir dann auch veröffentlicht haben. Und dann ging alles ziemlich, ziemlich schnell. Im Juni war dieser erste Entwurf, der dann gezeigt hat, dass alles doch nicht so schön ist, wie es vielleicht im Januar noch geklungen hat, dass alles doch nicht so positiv ist und doch nicht so gut geregelt wird. Und dann ging alles wirklich sehr, sehr schnell. Das heißt, am 8. Juli war die erste Lesung dieses Gesetzes im Bundestag. Dann war die lange Sommerpause bis zum September. Im Ende September war eine Sachverständigenanhörung im Bundestag. Und dann im Oktober jeweils die zweite und dritte Lesung. Das heißt, es war ein ziemliches Eiltempo, vor allem wenn man sich klar macht, dass zwischendrin einfach wirklich 1,5 Monate nichts lief in diesem parlamentarischen Betrieb, weil eben Sommerpause war. Und entsprechend diesem Eiltempo wurde eben auch berücksichtigt, was es für Kritik an diesem Gesetz gab, nämlich gar nicht. Nachdem dieses Gesetz zu Anfang veröffentlicht wurde oder dann auch eben nach der ersten Lesung noch ein bisschen offizieller wurde, gab es massenweise Stellungnahmen von verschiedensten Stellen, die gesagt haben, dass dieses Gesetz komplett untragbar ist. Da gab es zum einen natürlich die Opposition, aber von der würde man das ja quasi auch erwarten, dass sie das sagt. Dann gab es aber auch unabhängige Juristen, die das gesagt haben, ehemalige oberste Verfassungsrichter, die das gesagt haben. Es gab Journalistenverbände, die das gesagt haben. Die ARD und ZDF haben sich geäußert. Menschenrechtsorganisationen, ziemlich viele. Die OSZE, 3 UNO-Sonderberichterstatter. Also eine ganze Bandbreite an Menschen, die eigentlich ziemlich viel Ahnung von so einem Thema haben. Und die haben diesem Gesetz mehr oder weniger alle bescheinigt, dass es verfassungswidrig sei. Und warum das so ist, wollen wir vielleicht an ein paar Kernpunkten oder an so ein paar Hauptkritikpunkten in diesem Gesetz festmachen. Und zwar der eine Punkt ist, der BND ist ja ein Auslandsnachrichtendienst. Das heißt, der soll Dinge im Ausland und Personen im Ausland aufklären. Dann haben wir aber das Problem, dass der BND ja nicht nur im Ausland Leitungen abhört, sondern dass der BND das im Inland tat und auch tut und tun wird. Da gab es einen kleinen Aufschrei, einen kleinen Skandal drum, dass es eben klar wurde, dass der BND bei der Telekom an die Leitung gegangen ist und dass der BND auch beim DCX in Frankfurt, das heißt dem größten Internetknoten in Frankfurt, an die Leitung gegangen ist, weil eigentlich soll er das ja nicht, Deutsche aufklären. Und dann hat der BND immer gesagt, naja, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir filtern ja die ganzen Deutschen raus. Das heißt, auf diesen Leitungen, die da durch Frankfurt laufen zum Beispiel, laufen ja auch Verkehre von Leuten drüber, die jetzt zum Beispiel, lass sie von Afghanistan nach Syrien telefonieren, die dann eben da telefonieren und dann nehmen wir einfach alle raus, die irgendwie von Deutschland ins Ausland oder vom Ausland nach Deutschland oder von Deutschland nach Deutschland kommen und dann haben wir nur noch die ausländischen Verkehre und O-Ton aus dem Untersuchungsausschuss, die Ausländer sind vogelfrei, dann können wir die abhören und brauchen uns da nicht mehr drum zu kümmern. Jetzt gibt es da ein kleines Problem und zwar das erste Problem ist, der BND kann das alles gar nicht so richtig gut filtern. Das heißt, das konnte der BND ganz gut, als es noch nur Telefone gab und man dann quasi bei einem Telefonat die Leitung hatte vom einen Ende an das andere. Das blieb die ganze Zeit lang gleich. Aber als dann dieses Internet aufkam, hat das einfach nicht mehr so gut funktioniert. Es gab da einen Zeugen im Untersuchungsausschuss, der dazu befragt wurde, schon relativ früh, das ist schon 1,5 Jahre her, wie das denn so war, also diese Umstellung von
sogenannter Leitungsvermittelter auf paketvermittelte Kommunikation, also von Telefon auf Internetkommunikation lief. Und er meinte, naja, also früher war das so, wie wenn Sie in so eine ordentliche Apotheke kommen und da ist alles so in diese Schubladen eingeräumt und da guckt man in die Schublade rein, da weiß man, was man drin findet. Und jetzt, wenn wir jetzt an das Internet denken, dann ist das so, als würden Sie jetzt in diese Apotheke gehen, würden Sie alle Schubladen nehmen, würden Sie alle auf den Boden auskippen und dann müssten Sie das finden, was Sie wollen. Fand ich ein ganz gutes Beispiel. Und das haben auch wirklich ziemlich viele dieser Zeugen zugegeben, dass sie das bei IP-Verkehren eben nicht eindeutig machen können. Sie können nicht zu 100% rausfinden, von wo nach wo geht das. Und sie können es auch nicht anhand von irgendwelchen ja, abstrusen Suchkriterien, wie zum Beispiel zu sagen, ja, Menschen mit einer .de E-Mail-Adresse sind eben Deutsche, weil das ist es halt eben nicht mehr. Das ist einfach fern von jeglicher Lebensrealität. Und das ist eben fern von einem Grundrechtsschutz, den sie theoretisch gewährleisten müssten, wenn sie sagen, sie filtern alle deutschen Leute raus. Und um das eben nicht nur von den Zeugen im Ausschuss oder von anderen Leuten bestätigen zu lassen, hat der Ausschuss Gutachten angefordert, und zwar sowohl vom Chaos Computer Club als auch von der Bundeswehruniversität in München. Und erstaunlicherweise, beide sind zum gleichen Ergebnis gekommen, man kann das nicht zu 100% filtern. Dann überlegt man sich, na, das mit diesen 100%, das ist natürlich immer schon eine ziemlich harte Sache. Es klingt ja auch eigentlich schon ganz gut, so wie der BND das hinstellt, wenn man jetzt so, keine Ahnung, 95%, 99,5%ige Genauigkeit hat. Das heißt, wenn wir nur ganz wenige falsch identifizierte Verbindungen haben. Das heißt, da geraten dann so ein paar Deutsche rein. Und da müssen wir uns klar machen, was das heißt in einem Internet. Da gibt es diesen Internetknoten in Frankfurt, über den laufen mehrere Terabyte Daten pro Tag. Und dann hat der Geschäftsführer dieses Internetknoten in Frankfurt sich hingestellt und hat gesagt, gucken Sie mal, selbst wenn Sie den weltbesten Filter bauen könnten, den es gibt, dann wären das immer noch Millionen falsch getaggter Verbindungen pro Tag nur an diesem einen Internetknoten in Frankfurt. Das heißt nicht an allen Internetknoten, die es so in Deutschland gibt und nicht über einen langen Zeitraum, sondern an einem einzigen Tag. Und diese Millionen falsch getaggter Verbindungen sind Millionen von Grundrechtsverletzungen. Und eigentlich, wenn der BND Deutsche abhören will, bräuchte er eine besondere Anordnung, die müsste er beantragen. Dann muss er zur G10-Kommission gehen und muss sagen, hier, ich brauche für diese spezielle Person eine G10-Anordnung, weil da irgendwelche relevanten Informationen rausfallen. Das heißt, es geht technisch gar nicht. Eine andere Sache, die das BND-Gesetz verschlimmert hat, früher war es eben so, dass der BND einzelne Leitungen beantragen musste. Das heißt, der BND konnte nicht den gesamten Internetknoten in Frankfurt abhören. Das durfte er nicht ohne weiteres. Er musste jedes Mal hingehen und sagen, liebes Bundeskanzleramt, ich würde jetzt gerne diese eine Leitung abhören. Da läuft wahrscheinlich Verkehr eines bösen Terroristen drüber zum Beispiel. Das hat man geändert. Und zwar muss der BND jetzt nicht mehr hingehen und diese eine Leitung abhören, sondern der BND kann jetzt hingehen und sagen, ich würde gerne dieses Telekommunikationsnetz abhören. Das heißt, er kann dann einfach sagen, so, ich hätte jetzt gerne diesen Internetknoten. Und dann bekommt er den. Und damit fällt quasi auch eine Regel weg, die vorher schon absurd war, weil vorher war die Regel, der BND darf immer nur 20% des Verkehrs überwachen. In dem Gesetz stand das nicht so eindeutig geregelt drin, aber es ist zumindest im Sinne des Gesetzes, bevor es eben diese massenhaften Datenübertragungen über das Internet war, dass er nur 20% des Verkehrs auf einer Leitung abhören darf, damit er eben nicht in dieses Ding von Massenüberwachung, wir fischen alles ab und gehen alles durch, gerät, sondern selektieren muss, was er haben will. Das hat er aber nie getan. Er hat diese 20%-Regel nicht mal technisch irgendwo implementiert, was Leute bestätigt haben, die sich diese Systeme angeguckt haben. Das heißt, er hat auch nie vor, die zu befolgen. Die ist jetzt auch mittlerweile komplett weggefallen. Und die wäre auch vollkommen absurd gewesen, wenn man sich überlegt, dass selbst zu Spitzenzeiten die Auslastung in Frankfurt am Internetknoten ungefähr 11% beträgt. Das kann man sich mal so anschauen, wenn man guckt, was sie für eine Kapazitäten haben. Wenn man sich anschaut, was die so für eine Diagramme haben von der Auslastung her, das ist nicht besonders viel. Der BND würde niemals über diese 20%-Regel kommen. Mittlerweile muss er sich da aber auch gar keine Gedanken mehr machen. Ein anderes Thema, neben der Selektion von, sag ich mal, deutschen Internetverkehren und nicht deutschen Internetverkehren, ist das, was der BND mit Metadaten machen darf. Metadaten, das sind die Daten, die die Umstände einer Kommunikation verraten. Das heißt, wer, mit wem, wann, von wo, vielleicht auch mit welchem Kommunikationsmittel kommuniziert hat. Das heißt, wenn der BND Metadaten sammelt, wie ich zum Beispiel mit einer zweiten Person kommuniziere, kriegt er nicht mit, was ich sage, sondern er kriegt nur mit, dass ich mit dieser Person an diesem Tag von diesem Ort aus vielleicht sogar telefoniert habe.
Das ist das, was wir eigentlich Vorratsdatenspeicherung nennen. Das ist das, worüber es viele Proteste gab. Das ist das, was in der damaligen Form 2012 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig anerkannt wurde. Und der BND darf das jetzt, und zwar ohne Beschränkung. Das heißt, der BND darf diese Metadaten sammeln, egal für welchen Anlass. Er muss dazu keinen Anlass angeben. Und er verstößt damit gegen alle diese Bestimmungen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 2012 auferlegt hat und gegen alle Bestimmungen, die der Europäische Gerichtshof 2014 auferlegt hat, dass es eben niemals sein darf, dass man einen Generalzugriff auf Metadaten macht, die komplett ohne Einschränkung von Anlass oder irgendwas anderem sind. Und weder das Bundesverfassungsgericht noch der Europäische Gerichtshof haben irgendwas davon gesagt, dass das nicht für Geheimdienste gelten soll, was sie da gesagt haben, sondern das war ein generelles Urteil, das sich eben auf die Verfassungsmäßigkeit bezieht. Aber der BND darf nicht nur das. Der BND darf nicht nur Verkehrsdaten, Metadaten für 6 Monate einfach so speichern, ohne irgendwelche Einschränkungen erfüllen zu müssen. Er darf auch jegliche anderen Daten für 6 Monate speichern, das heißt auch Inhaltsdaten, wenn es für einen Test der Systeme dient. So. Okay, und der BND testet gerne Systeme. Also wir wissen, dass es sowohl beim Verfassungsschutz als auch beim BND Systeme gibt, die sind jahrelang im Testbetrieb. Die sind irgendwie niemals wirklich so richtig produktiv im Einsatz offiziell, einfach auch, weil es vielleicht noch keine Sicherheitsprüfung für diese Systeme gibt. Und weil, wenn man die eben noch nicht hat, dann macht man es sich einfach und sagt, ja, wir testen das noch. Und dann darf man das. Und naja, zufälligerweise, wenn man die Daten schon speichern darf, dann darf man auch Dinge mit ihnen machen. Und dann darf man sie auch verwenden, das steht auch in dem Gesetz drin. Das heißt, es gibt einfach keine Einschränkung mehr davon. Und es ist einfach so eine Absurdität, wenn man sich anguckt, wie dieser Dienst in der Vergangenheit gearbeitet hat und wie oft er damit gearbeitet hat, Recht so auszulegen, dass es ihm irgendwie gepasst hat und dass er da drum rumkommt und dass er seine maximalen Handlungsspielräume bekommt, ihm dann noch mehr Handlungsspielräume zu geben, indem man sagt, naja, wenn du testest, mach halt, was du willst. Ist vielleicht nicht unbedingt klug. Es ist vor allem nicht klug, wenn man sich überlegt, was mit Vorratsdaten passiert. Das sind nämlich nicht diese niedlichen Punkte, die mir halt irgendwie sagen, mit wem ich oft telefoniere und mit wem eben nicht. Das sind eben auch Daten, die dazu benutzt werden, Menschen zu töten. Es geht halt darum, dass sich General Alexander in den USA hingestellt hat und gesagt hat, we kill people based on metadata, das heißt, sie töten Menschen anhand dieser Daten. Und das machen sie eben, indem der BND ihnen Metadaten einfach so weiterleitet. Mit dem neuen Gesetz darf er das auch vollkommen automatisiert, was im Endeffekt jetzt schon so war, aber jetzt auch noch legalisiert wird. Und die bekommen einfach Daten vom BND, ohne dass der BND gefiltert hat, was da überhaupt weitergegeben wird. Das heißt, da ist nicht geguckt, ob das wirklich nur die Daten von den bösen Terroristen sind, die man ja so gerne fangen will. Sondern das sind einfach alle Daten. Und wir wissen, dass es im Zuge von der Weitergabe von Daten aus Deutschland in die USA, dass es zufälligerweise immer wieder zu Korrelationen kam, dass Menschen durch Drohnen getötet worden sind, dass Zivilisten durch Drohnen getötet worden sind. Und wir müssen mittlerweile auch, dass der BND sich damit rausredet, dass er sagt, genauso wie der Verfassungsschutz, naja, aber wenn wir denen die Daten weitergeben, dann machen wir da so einen Disclaimer ran. Das heißt, wir schreiben davor, bevor wir denen die Daten geben, ihr dürft da nichts Böses mitmachen. Und das war so eine Sache, auf die hat man sich immer wieder und immer wieder in diesem Ausschuss bezogen. Und dann wurde einem gesagt, naja, in diesem Disclaimer oder in diesem Vorbehalt steht drin, ihr dürft die Daten nur für nachrichtendienstliche Zwecke benutzen. Okay. Nachrichtendienstliche Zwecke, das ist ja im ersten Mal so auf den ersten Blick nicht unbedingt das, was man tut, wenn man Menschen mit Drohnen tötet. Aber überraschenderweise hat keiner der Zeugen in diesem Ausschuss sich jemals verplappert und hat den zweiten Absatz dieses sogenannten Disclaimers erwähnt. Den gab es nämlich auch noch, der war geheim, der wurde dann von Zeit Online veröffentlicht. In dem stand eben drin, na, für Tötungen dürft ihr diese Daten aber nur verwenden, wenn ein Angriff zu erwarten ist. Und wenn wir uns dann überlegen, dass die USA sich seit Ewigkeiten quasi in ihrem permanenten Krieg gegen den Terror befinden und in ihrer Auslegung die ganze Zeit quasi der Angriff durch den Terror zu befürchten ist, muss man sich, glaube ich, nicht lange überlegen, wie gut man es dann aus Sicht der USA verargumentieren kann, selbst im Einklang mit diesem Disclaimer, Menschen anhand dieser Daten umzubringen. Okay. Weiterer Punkt in diesem BND-Gesetz, der ein riesiges Problem darstellt, ist eben die Kontrolle. Wir haben ein riesiges Problem mit Nachrichtendienstkontrolle, was eben darauf beruht, dass Nachrichtendienste geheim arbeiten, dass wir normalerweise nicht wissen, was sie tun. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, wo ich amüsiert an einen Tag zurückdenke, wo ich den Verfassungsschutzchef von Sachsen-Anhalt kennenlernte.
Und der dann zu mir meinte so, na, ich verstehe gar nicht, warum Sie uns immer so kritisieren. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, was wir machen. Und ich meinte, ja, das ist Teil des Problems. Und das wird halt nicht besser, weil man weiß eben nicht, was diese Menschen machen. Aber er fand das, er hat es ernst gemeint. Also es war von ihm gar nicht ironisch gemeint, glaube ich. Er war wirklich ein bisschen ratlos, warum wir das so schlecht finden, was wir nicht wissen. Und wie die Situation eben momentan aussieht, ist, dass es eben massiv intransparent ist, was gerade mit den Geheimdiensten passiert und dass selbst die Kontrollgremien, das heißt diejenigen, die die Arbeit der Nachrichtendienste kontrollieren sollen, das kaum tun können. Wir haben so 3 größere Gremien eigentlich, die hauptsächlich dafür zuständig sind. Und zwar ist das eine eben die G10-Kommission, die die sogenannten G10-Anordnungen genehmigen muss. Das heißt, wenn die Grundrechte von Deutschen beschränkt werden, dann gibt es das Parlamentarische Kontrollgremium, das eine generelle Aufsicht über diese Nachrichtendienste hat, und das Bundeskanzleramt, das die sogenannte Dienst- und Fachaufsicht über den BND hat. Mit diesem Gesetzesentwurf oder mit diesem mittlerweile verabschiedeten Gesetz gibt es ein weiteres Gremium. Das ist das sogenannte unabhängige Gremium, was hier erstmal irgendwie ganz gut klingt, was aber auch gar nicht mehr so realistisch wirkt, wenn man sich dann anguckt, dass dieses Gremium von der Bundesregierung bestimmt wird und vielleicht dann auch nicht so richtig unabhängig ist, wenn man sich überlegt, was die Bundesregierung in Kooperation oder beziehungsweise im Schulterschluss mit den Nachrichtendiensten in den letzten Jahren so vertuscht hat. Die G10-Kommission. Die G10-Kommission hat ein Problem, weil die G10-Kommission kann immer nur das kontrollieren, was sie weiß. Und die G10-Kommission ist in dem Moment relativ hilflos, wo der BND ihr nicht erzählt, was er eigentlich tut. Das hat die G10-Kommission bemängelt und deswegen ist die G10-Kommission auch vor Gericht gegangen, weil sie eben gesagt haben, wir können unsere Kontrollrechte nicht ausüben. Wir haben zum Beispiel diese Liste mit diesen Selektoren, mit diesen Suchbegriffen, die ihr eingesetzt habt, um eben für die USA europäische Ziele auszuspielen, nie bekommen, die dürfen wir nicht sehen. Die Klage wurde leider abgewiesen, aber aus formalen Gründen. Dann gibt es ein zweites Gremium, eben dieses PKGR. Und das PKGR hat das gleiche Problem in etwa. Die dürfen natürlich, wissen natürlich auch nur das, was sie erzählt bekommen. Sie haben aber auch noch ein Problem der Geheimhaltung. Das heißt, es ist sehr absurd, dass wenn 2 Gremien die Nachrichtendienste kontrollieren sollen, nicht mal miteinander reden dürfen. Das heißt, die G10-Kommission und das Parlamentarische Kontrollgremium haben eben nicht das Recht, einfach mal hinzugehen und zu sagen, so hier, was haben die denn euch letzte Woche erzählt? Sondern das dürfen die nicht. Die dürfen nicht mal ihren Mitarbeitern Bescheid sagen. Das heißt, da sitzen dann, weiß nicht, 8 Menschen, die alle auch noch irgendwie was anderes zu tun haben und sollen dann mehrere deutsche Geheimdienste kontrollieren, die ihnen alle möglichen Steine in den Weg legen, die es eben nur gibt. Und dann haben wir das Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt als Fach- und Dienstaufsicht des BNDs, das sich ein bisschen unglaubwürdig gemacht hatte. Das Bundeskanzleramt hat ja in letzter Zeit, zumindest aus dem, was wir aus dem Ausschuss wissen, ganz großes Talent darin bewiesen, die Rechtsauffassung des BND oder die Praktiken des BND sich anzueignen und zu sagen, ja, ja, das passt schon. Zum Beispiel gab es da diese Weltraumtheorie, die immer sehr schön plakativ ist, wo der BND gesagt hat, wenn wir in Bad Aibling sind und da hören wir Daten an Satelliten ab mit unseren großen Schüsseln, dann brauchen wir uns nicht an deutsche Gesetze halten, weil die Satelliten, die sind da im Weltraum und da gelten keine deutschen Gesetze. Das ist eine Theorie, die klingt total bescheuert. Die klingt noch viel bescheuerter, wenn man sich überlegt, dass es diese Theorie zur Zeit, wo sie das angefangen haben, noch gar nicht gab. Die Theorie haben sie sich nämlich erst überlegt, als dann dieser Snowden kam und als klar war, das wird jetzt alles irgendwie bekannt. Und langsam müssen wir uns noch mal ausdenken, warum das, was wir hier tun, überhaupt noch rechtens ist. Und dann hat der BND dem Bundeskanzleramt eine E-Mail geschrieben, nachdem er sich ein Wochenende lang den Kopf zerbrochen hat. Da gibt es auch Belege zu, die Menschen veröffentlicht haben. Und hat gesagt, hier, wir haben uns da jetzt mal was ausgedacht, sagt mal was dazu. Dann hat das Bundeskanzleramt irgendwie das intern besprochen und das Bundeskanzleramt meinte so, intern, naja, einige Leute dachten, Mensch, das ist überhaupt keine gute Idee. Und dann meinten Leute auch so, ja, wenn das rauskommt, die öffentliche Diskussion, die kriegen wir doch niemals durch. Das kann doch nicht sein, das kann man doch niemandem erzählen. Ja, so war es auch, aber das ändert nichts daran, dass das Bundeskanzleramt letztlich trotzdem gesagt hat, na gut, okay, was ihr sagt, das übernehmen wir jetzt, ist auch unsere Rechtsauffassung, machen wir so. Das heißt, man hat da diesen ganz seltsamen Schulterschluss zwischen der eigentlichen Aufsichtsbehörde und der Behörde, die beaufsichtigt wird, aber nicht beaufsichtigt werden kann, weil alle so ein bisschen unter einer Decke stecken. Ein weiteres Problem im Bundeskanzleramt, dass teilweise nicht mal die Menschen im Bundeskanzleramt selbst von Dingen wissen, die sie eigentlich wissen müssten. Das heißt, da gab es im Jahr 2013
eine ganz berühmte Weisung, dass der BND jetzt eben aufhören soll, damit irgendwie ja, diese ganzen europäischen Ziele und so auszuspionieren. Diese Weisung ist dann 1,5 Jahre verloren gegangen. Das heißt, davon wusste niemand mehr was. Und 1,5 Jahre später ist sie wieder aufgetaucht. Und der eigentlich Zuständige, das heißt der Mensch, der diese Abteilung geleitet hat, saß dann in diesem Ausschuss und meinte so, naja, eigentlich wäre das ja schon besser gewesen, wenn ich das vielleicht gewusst hätte, aber hat mir ja damals niemand gesagt. Das heißt, man hat dann extremen Informationsverlust auch innerhalb dieser Behörde und kann sich nicht so richtig darauf verlassen, dass das die Behörde ist, die den BND jetzt gut kontrolliert und auch nicht die Behörde, die jetzt dieses neue Information oder dieses neue Kontrollgremium, das es jetzt gibt, dieses unabhängige Gremium auch noch besetzen soll. Wobei auch man muss noch sagen, dieses neue unabhängige Kontrollgremium hat das gleiche Problem wie das parlamentarische Kontrollgremium und die G10-Kommission. Die dürfen nämlich auch mit anderen so ziemlich über nichts reden. Die sollen dann mindestens alle halbe Jahre dem parlamentarischen Kontrollgremium in abstrakter Form Bericht erstatten über das, was sie rausgefunden haben. Ja, und dann sind da noch die ganzen Gummiparagraphen im BND-Gesetz. Zum Beispiel wurde ja so gern kolportiert, dass es jetzt viel schwieriger ist, Europäer abzuhören. Das heißt, man hat gesagt, man hatte diese ganzen diplomatischen Probleme, als man gesagt hat, okay, man hat jetzt irgendwelche Europäer abgehört, man hat auch ein paar europäische Regierungen abgehört oder beziehungsweise man hat alle europäischen Regierungen abgehört. Und dann dachte man, okay, das müssen wir einschränken. Wir machen da jetzt was rein, was das irgendwie begrenzt. Und dann steht da jetzt drin, man darf Europäer nur noch unter bestimmten Bedingungen abhören. Eine dieser Bedingungen ist für Erkenntnisse von außen oder sonstiger sicherheitspolitischer Bedeutung. Das ist auch so ziemlich alles. Das heißt, wir haben auch mal den Fall gehabt, dass der BND argumentiert hat, dass sie Menschen aus Aleppo befragt haben, um den Brotpreis in Syrien rauszubekommen. Das heißt, es wäre dann wahrscheinlich auch eine Erkenntnis aus außenpolitischer Bedeutung aus Sicht des BND. Und das ist wieder eine Einschränkung, die keine ist. Und außerdem darf der BND auch bei den sogenannten Cybergefahren, da waren wir ja vorhin schon mal, Leute überwachen. Das heißt, dazu gehören einfach auch wirklich banale DDoS-Angriffe, die eigentlich vielleicht nicht das sind, was wir einem Nachrichtendienst unbedingt überlassen wollen. So, mein Hauptkritikpunkt an dem Gesetz ist aber noch ein ganz anderer. Und zwar, ich hatte ja am Anfang damit angefangen, dass eben der BND keine Deutschen zuverlässig ausfiltern kann oder beziehungsweise Verkehre von Deutschland nach Deutschland oder von Deutschland ins Ausland oder umgekehrt. Aber dann müssen wir uns fragen, warum soll er das eigentlich? Warum haben wir überhaupt diese Vorstellung oder warum haben einige dieser Politiker diese Vorstellung, dass dieses Recht auf eine vertrauliche Kommunikation eigentlich nur für Deutsche gilt? Weil eigentlich gilt dieser Artikel 10, dieses Post- und Fernmeldegeheimnis nicht nur für Deutsche. Das ist kein Grundrecht, das irgendwelchen Deutschen vorbehalten wäre, sondern eben allen Menschen. Und ich finde, da offenbart sich an vielen Stellen ein ziemlich fragwürdiges Verständnis von Grundrechten, wenn man sich dann diese BND-Debatte oder diese BND-Gesetzdebatte nochmal im Nachgang anschaut, kann man machen, dann hört man da Politiker sich hinstellen und sagen, naja, aber wenn da jetzt hier ein Terrorist in Belgien wohnt, was sollen wir denn da machen? Wenn wir ja da jetzt noch anfangen, auf irgendwelche Grundrechte zu achten, wo kommen wir denn da hin? Und ich glaube, wenn man so ein Verständnis rüberbringt und wenn man so ein Verständnis in ein Gesetz gießt, dass eben Grundrechte nur für Deutsche gelten und dann vielleicht noch Europäer Menschen zweiter Klasse sind, aber alle anderen Menschen dritter Klasse sind oder wie das BNDler so schön gesagt haben, vogelfrei sind, dann sollte man, glaube ich, ganz grundlegend mal darüber nachdenken, ja, ob so ein Dienst überhaupt in der demokratischen Gesellschaft noch seinen Platz haben sollte. Ich mach mal da weiter. Und zwar, es gibt ja nicht nur das BND-Gesetz oder es gibt nur nicht nur diese BND-Reform, diese sogenannte, sondern es gibt auch noch ganz viele andere lustige Dinge, die machen, dass Geheimdienste ein leichteres Leben haben. Und zwar kriegen wir da ganz viele Gesetze, wo das durch die Hintertür passiert, wo man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und ein schönes Gesetz dazu ist das Bundesarchivgesetz, das erneuert werden soll. Und beim Bundesarchivgesetz denkt man erstmal nicht daran, dass Geheimdienste da irgendwie großartig was mit zu tun haben könnten. Aber in dem Bundesarchivgesetz soll eben auch geregelt werden, dass Geheimdienste Akten nicht mehr ans Bundesarchiv gegeben werden müssen. Das heißt, normalerweise werden ja dann irgendwann nach 30 Jahren oder so die Akten dahin gegeben. Irgendwann wird auf die Einstufung aufgehoben. Das heißt, irgendwann sind die nicht mehr geheim, wenn sozusagen diese Frist rum ist und dann kann man die angucken.
Wenn aber jetzt die Geheimdienste die Akten dann nicht mal mehr hingeben müssen, sondern die dann einfach irgendwann in ihrem Keller verbrennen, dann hat man auch, sage ich mal, in der historischen Aufarbeitung überhaupt keine Chance mehr, mal nachzuvollziehen, was die da gemacht haben. Das heißt, das ist ein riesiges Problem meiner Meinung nach. Beeinflusst zwar, sage ich mal, unsere jetzige Situation im Umgang mit den Geheimdiensten nicht, aber eben für all das, was man an Aufarbeitung später noch tun wird, ist das eine ziemliche Katastrophe. Ein anderes Problem, ein gesetzliches Problem, ist eben, dass Lügen für Geheimdienste in diesen Kontrollgremien immer noch straffrei ist. Das heißt, man hat da keine strafrechtlichen Maßnahmen, die man da erbringen könnte. Das heißt, die Menschen aus den Geheimdiensten können sich vor das PKGR stellen und können denen das Blaue vom Himmel runterlügen. Das Einzige, was sie theoretisch zu befürchten hätten, wären disziplinarrechtliche Konsequenzen. Das heißt, die Konsequenzen, die dann ihr Arbeitgeber zieht. Aber da sie im Normalfall eben im Auftrag oder zumindest wahrscheinlich im Interesse ihres Arbeitgebers nicht unbedingt die Wahrheit erzählen, ist das auch zumindest ein Thema, das man mal angehen muss, um überhaupt vielleicht irgendeine Handhabe dafür zu haben, dass die einem vielleicht mal die Wahrheit erzählen. Ein anderes Thema ist das Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Jan hat es ja vorhin schon angesprochen. Durch diese EU-Datenschutzgrundverordnung wird es notwendig, dass in Deutschland das Gesetz angepasst wird. Und er hat ja auch schon angesprochen, dass es gerade eher so aussieht, als würde Deutschland da unter sein vorheriges Niveau unbedingt zurück wollen. Und da stehen dann auch so lustige Dinge drin, wie das zum Beispiel die Kontrollmöglichkeiten der Bundesdatenschutzbeauftragten, die sich sowieso in der Vergangenheit schon dazu geäußert hat, dass sie ihre Kontrolle durch die Nachrichtendienste rechtswidrig beschränkt sieht, dass sie noch weniger Kontrollmöglichkeiten haben und dass öffentliche Stellen und vor allem eben auch Sicherheitsstellen bei Datenschutzverstößen in Zukunft straffrei sein sollen und sich bitte selbst kontrollieren. Das heißt, wenn es dazu Datenschutzverstößen kommt, sollen sie doch bitte zu ihrem internen Datenschutzbeauftragten gehen und das klären, aber nicht mehr nach außen. Okay, das ist ein riesiges Problem. Und dann fragt man sich, wie kann man überhaupt so ein Geheimnis kontrollieren? Man kann es nicht so richtig durch die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit nicht weiß, was er tut. Man kann es nicht so richtig durch diese Kontrollgremien, denn die sind auch beschränkt. Und auch wenn die Menschen in diesen Gremien gute Arbeit machen wollen, sie sind a, personell zu wenige, und b, sind sie eben darauf angewiesen, dass sie diese Informationen bekommen. Das heißt, die einzige Möglichkeit eigentlich, zu kontrollieren, was ein Geheimdienst tut, ist, ihm weniger Geld zu geben. Das heißt, seine Ressourcen einzuschränken und damit eben auch das, was er tun kann, vor allem eben in Bezug auf die Massenhaftigkeit dessen, wie er es tut. Und dann kann man sich eben mal anschauen, wenn man sich den heute verabschiedeten den Bundeshaushalt anschaut, wie viel Geld da so für die Geheimdienste draufgekommen ist, dann sind das für das Bundesamt für Verfassungsschutz 90 Millionen mehr. Damit stehen sie dann bei 350 Millionen und für den BND 110 Millionen mehr, womit er dann bei 830 Millionen steht. Das heißt, das sind keine unwesentlichen Aufwüchse und das zeigt, glaube ich, ziemlich gut, wo die Reise hingeht, dass man nämlich gerade zumindest überhaupt nicht unbedingt die Nachrichtendienste in dem, was sie tun, beschränken wollen, sondern dass man ihnen die Möglichkeit geben will, immer noch mehr zu tun und immer noch mehr Daten zu sammeln. Der BND, das hat, glaube ich, die Süddeutsche Zeitung vor ein paar Wochen berichtet, will eben mit diesem Geld, zumindest mit Teilen dieses Geldes, Satellitentelefonverbindungen abfangen. Der BND will damit aber auch Messenger knacken, die er gerade nicht knacken kann. Das heißt, der BND hat ein massives Problem damit, dass er zum Beispiel ja, diese ganzen modernen Messenger nicht knacken kann, weil ja alle paar Wochen neuer rauskommt. Das heißt, sowas wie WhatsApp und all diese Dinge, die neu auf den Markt kommen und sich immer wieder erneuern und immer wieder anders sind, dem wird der BND halt nicht her und dafür will er mehr Geld haben. So, damit komme ich fast zum Ende. Und zwar, ich will nur sagen, da liegt noch einiges im Dunkeln. Und ich habe jetzt diesen Ausschuss seit 2,5 Jahren verfolgt. Und der Ausschuss hat zum Teil vieles ans Licht gebracht, aber da ist noch genauso viel und noch viel mehr, was nicht ans Licht gekommen ist, allein aufgrund der Zeit, zum Teil aber auch aufgrund der Behinderung von Aufklärung. Das heißt, eigentlich muss man da weitermachen. Das heißt, wir haben das Problem, dass dieser Ausschuss im nächsten Jahr vorbei sein wird, weil eben auch die Legislaturperiode vorbei sein wird und der immer nur so lange sein kann, wie eben die Legislaturperiode lang ist. Aber es gibt mehr Aufklärungsbedarf. Und diesen Aufklärungsbedarf bekommt man eben nur transportiert, wenn klar wird, dass es noch ein öffentliches Interesse daran gibt. Das heißt, wenn es Leuten nicht komplett egal ist, was diese Geheimdienste machen und wenn sich noch irgendjemand darüber aufregt und wenn jemand sich damit beschäftigt. Weil das, was mich, glaube ich, am wütendsten machen würde, wenn wir jetzt diesen Ausschuss haben und 3 Jahre später passiert wieder irgendwas und alle Menschen hätten die Erkenntnisse aus diesem Ausschuss vergessen und wären wieder neu überrascht.
Was aber tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil wenn ich mir den letzten BND-Untersuchungsausschuss angucke, in dem es eben um den Irakkrieg ging, da lässt sich schwer was finden. Das heißt, wenn man da recherchiert und es damals nicht direkt miterlebt hat und versucht jetzt über Medienberichte in der Retrospektive noch was zu finden, ist das eher schwierig. Deshalb kurzer Werbeblock. Wir haben dieses Projekt gemacht, in dem wir zumindest alles in Bezug auf diesen Ausschuss und die BND-Gesetzgebung dokumentiert und sortiert haben, wo man das auch nochmal nachschauen kann. Es wird nächste Woche nochmal aktualisiert. Und ich hoffe, Menschen können da auch gerne Hinweise hinsenden, wenn sie denken, wir haben irgendwas vergessen, und gerne damit arbeiten und sich informieren. Und in dem Sinne hoffe ich einfach, dass Menschen sich dafür interessieren. Und wenn ihr euch interessiert, stellt Fragen, Anmerkungen, und wenn ihr welche habt, schickt uns Dokumente. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen, die wir im Livestream übertragen wollen? Weil sonst gibt es natürlich auch gleich im Anschluss die bunte Bar mit dem bedingungslosen Grundeintanzen, aber vielleicht sogar noch der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber ich sehe schon zwei gleich. Ich habe nur, also vielen Dank für den Vortrag, und ich habe eine kurze Frage zu diesem NSA-Untersuchungsausschuss. Also wie ich das gehört habe, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Amtshilfe von der Bundesregierung, dass Snowden eingeladen werden soll, stattfinden soll, und irgendwie, wie ich das verstanden habe, macht es die Bundesregierung nicht. Und gibt es da irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, da drauf zu reagieren gegen die Bundesregierung? Und ja, wenn ja, welche? Na, das ist ja eigentlich schon mal die rechtliche Möglichkeit. Und zwar, ich glaube, da geht vieles durcheinander, weil eigentlich sagt dieser Beschluss nur, dass der Ausschuss entscheiden muss, Snowden einzuladen. Das heißt, wir hatten bisher das Problem, Snowden war der erste Zeuge, der von diesem Ausschuss gesetzt wurde, dass er angehört werden soll. Das heißt, ganz, ganz, ganz am Anfang, im April oder März 2014 war das. Da haben sie gesagt, wir wollen diesen Menschen hören. Und dann ging der Streit los. Und zwar die eine Seite hat dann gesagt, wir wollen den in Deutschland hören, weil wir ihn nur in Deutschland hören können. Und die andere Seite hat gesagt, na, das reicht doch, wenn wir irgendwie eine Videoschalte nach Moskau machen. Dann hat sein Anwalt ausrichten lassen, nee, das reicht nicht, sondern er muss nach Deutschland kommen, weil er in Russland eben nicht so frei sprechen kann wie in Deutschland. Und dann haben die anderen gesagt, nee. Und dann sagt er nein und nein und nein. Das ging dann irgendwie zigmal hin und her, bis dann eben von der Opposition dieser Antrag an den Bundesgerichtshof gestellt wurde, den mehr oder weniger, könnte man salopp sagen, den Ausschuss dazu zu zwingen, zu beschließen, dass man ihn nach Deutschland einlädt. Das heißt, das ist das, was jetzt passiert ist. Das heißt, eigentlich müssten Sie jetzt einen Beschluss machen, dass Sie sagen, okay, lieber Herr Snowden, wir laden dich nach Deutschland ein, und gleichzeitig sagen, liebe Bundesregierung, bitte mach das doch möglich. Dann müsste die Bundesregierung zumindest in irgendeiner Weise tätig werden oder gut begründen, warum sie da jetzt gerade untätig ist, oder warum sie dann zu großes Sicherheitsrisiko sieht, oder warum sie denkt, das könnte man nicht machen. Das heißt, eigentlich müsste man zumindest über diesen Punkt hinaus sein, ist man aber nicht. Das heißt, wir hatten ja gestern wieder diesen Ausschuss, und relativ überraschend zumindest für mich war es dann so, dass einer der SPD-Abgeordneten im Ausschuss wohl gesagt hat, nee, ich beantrage jetzt aber die Vertagung der Entscheidung über diesen Beschluss. Das heißt, man will es weiter rausziehen. Und zwar, indem man sagt, wir akzeptieren diesen Beschluss des Bundesgerichtshofs nicht, wir finden das nicht in Ordnung. Das heißt, man stellt sich jetzt dahin von parlamentarischer Seite aus und sagt, okay, die haben jetzt was entschieden, was uns nicht passt, blödes Gericht, wollen wir nicht. Und das heißt, das zieht sich jetzt weiterhin. Und im Endeffekt, meiner Meinung nach, ist das sowieso gerade leider nur noch eine symbolische Debatte, weil nehmen wir mal davon aus, es würde jetzt jemand sagen, okay, der Herr Snowden soll jetzt nach Deutschland kommen. Dann ist nur noch sehr, sehr wenig Zeit. Das heißt, diese Befragungen gehen nur noch bis Februar, maximal bis März, und dann ist die Zeit um. Und dazwischen ist noch sowas wie Weihnachten, und man muss diesen Menschen ja einladen und man muss Voraussetzungen schaffen, dass er kommen kann, selbst wenn man das wollte. Aber der Wille der Bundesregierung, das auch umzusetzen und alles Mögliche dafür zu tun, dass man dem Menschen sicheres Geleit geben kann und dass er dann halt nicht hier in Deutschland sofort den Amerikanern ausgeliefert wird, ist eben auch nicht da. Das heißt, man hatte zufällig auch die Situation, dass vor ein paar Wochen das Justizministerium gesagt hat, okay, nach anderthalb Jahren, wir haben jetzt die Antwort von den Amerikanern, was Snowden eigentlich vorgeworfen wird, damit wir einschätzen können, ob wir den nach Deutschland holen können oder ob er sofort ausgeliefert werden müsste.
Aber, lieber Ausschuss, das ist so geheim, die Amerikaner erlauben uns leider nicht, euch das zu sagen. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo die Bundesregierung den Abgeordneten in einem Ausschuss, der Snowden einladen will, nicht mal sagt, was Snowden vorgeworfen wird von offizieller Seite, um ihn eben, ja, um abzuschätzen, ob man ihn einladen kann oder nicht. Das heißt, an so einem Punkt befinden wir uns. Das ist halt ein ziemlich absurder Punkt von, ja, Situation. Na, ich wollte vorhin schon sagen, beim vorigen Vortrag, europäische Datenschutzverordnung wiegt uns natürlich in einer falschen Sicherheit. Das ist eigentlich eine Art Nebel, der gelegt wird. In Wahrheit werden ja unsere Daten sowieso, und nicht nur Daten, sondern auch Gespräche, sagen wir mal, nicht in Deutschland nicht direkt vom BND oder vom Verfassungsschutz, sondern von anderen Diensten abgeschöpft. Und zwar NSE kann das ja kontinentweise machen. Und dafür revanchiert sich der BND, indem er eben Länder ausforscht, die NSE nicht so direkt rankommt. Worauf ich hinweisen will, ist, wir müssen grundsätzlicher an die Frage rangehen. Nach unseren Erfahrungen mit der Stasi, mit dem Gestapo, müssen wir grundsätzlicher an die Frage rangehen und die Forderung eigentlich auch stellen, Geheimdienste müssen international alle geächtet werden, wie Atomwaffen. Weil das war eigentlich die Anti-Atom-Bewegung, die auf die Idee gekommen ist, wir müssen Atomwaffen ächten, weil die ganze Menschheit zerstören können. Und genauso können Geheimdienste, das tun sie jetzt schon im Prinzip, es sind ja Überregierungen, es sind ja Nebenregierungen, die gar nicht mehr kontrolliert sind, die sogar die Regierungen kontrollieren. Ja, die sind so gefährlich, dass es kaum noch Demokratie und kaum noch Rechtsstaatlichkeit gibt. Das heißt, wenn wir dort nicht anfangen, und die argumentieren ja auch immer so, wir müssen das machen, weil die anderen das ja auch machen. Die Russen machen das, die Chinesen machen das, die Amerikaner, deswegen müssen wir es auch machen. Das heißt, wir müssen Verbrechen begehen, weil die anderen das auch machen. Diese Logik kann ja so nicht funktionieren. Da müssen wir sagen, nein, das muss eben allen verboten werden. Und unser Ansatz ist hier in Berlin, wir haben einen Mietenvolksentscheid gemacht. Wir müssen auf Landesebene Volksentscheide machen gegen für mehr Demokratie, das heißt für die Rettung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Und unser Ansatz ist eben, dass wir eine Bundesratsinitiative vom Senat fordern. Wir haben jetzt ja einen rot-rot-grünen Senat. Und der hat ja auch schon bei V-Leuten schon ein bisschen zurückgesteckt, hat gesagt, V-Leute, das geht nicht so. Eine Bundesratsinitiative machen, wo wir sagen, wir wollen, dass die Bundesregierung und die Europäische Union eine internationale Initiative startet, um alle Geheimdienste, zumindest alle kriminellen Aktivitäten dieser Geheimdienste zu unterbinden. Anders geht es nicht. Wir müssen wirklich globaler und wir müssen radikaler an die Sache rangehen. Ja, da das ja nicht so eine Frage, sondern eher eine Aussage war, habe ich ja noch eine Ergänzung. Ja, eigentlich, das wäre toll, wenn wir das machen könnten, aber es bleibt halt die Situation, derjenige, der sich nicht dran hält, hat dann den enormen strategischen Vorteil, sobald er seine Geheimdienste trotzdem hat, kann er sie gegen alle anderen benutzen. Deshalb plädiere ich für einen anderen Ansatz, der ist grundsätzlich das Netz durchgehend zu verschlüsseln, also nicht mehr so auf Bedarf, wie es jetzt funktioniert, sondern das Internet so weit umzubauen, zu reformieren, muss man leider wahrscheinlich per Gesetzesmaßnahme machen, weil die kommerziellen Player hätten da im Moment gar nicht genug Interesse daran. Und dafür zu sorgen, dass das Internet auf eine neue Generation gehoben wird, die durchgehend verschlüsselt ist und keiner von den Geheimdiensten die technische Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Darf ich einen dritten Vorschlag bringen? Nee, ich wollte noch mal auf den ersten eingehen, und zwar der Vergleich mit den Atomwaffen, wo ja auch genau dafür gekämpft wird, die zu ächten. Und wenn ich mir die Vorträge heute Abend ankomme, dann kommen wir nicht weiter, wenn wir diese Spirale bei den Geheimdiensten nicht genauso durchbrechen, wie diese Abschreckung mit den Atomwaffen, die funktioniert hat. Von daher kann ich das nur unterstützen. Wir müssen da raus und die müssen abgeschafft werden. Sonst kommen wir hier nicht zu einer friedlichen Welt. Ja, das ist ja ein Urthema des FIF. Ich bin ja, also erstmal möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Anna Wieseli bedanken, auch für die Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss, für das Bloggen bei Netzpolitik.org, Leak More Documents. Dankeschön.